La cosa più importante per me quando trascorro le mie vacanze è sicuramente trovare un momento di relax, vivere delle emozioni nuove, visitare dei posti nuovi, conoscere le culture e godermi ovviamente le mie vacanze. Se dovessi avere un weekend libero, cosa che capita raramente, trascorro le mie vacanze in Svizzera, quello è ovvio, e soprattutto in Ticino, da dove vengo e dove vivo, perché il clima è fantastico. Si può vivere veramente di tutto, ci sono dei posti magnifici e quindi qui mi trovo a casa e posso veramente trascorrere un momento di relax. A tutti coloro che vengono dall'estero, ai miei amici, sicuramente mostrerei della Svizzera, prima di tutto il Canton Ticino e in particolare la capitale, Bellinzona, con i suoi tre castelli, il Castel Grande, il Castello di Montebello e il Castello di Sassocorbaro, riconosciuti dall'UNESCO, dei posti particolari, affascinanti, bellissimi. Poi continuerei magari una passeggiata nel verde al Monte Tamaro, scendendo verso il Sottoceneri, degustazioni delle cantine con i vini buoni del Ticino e poi magari una serata al Grotto a degustare qualche specialità ticinese. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Ja, ich bin nach Berlin unterwegs. Ja, schau mal. Tada! Ja, alles leer. Also ich habe ein Lieblingsgeschäft in Berlin und ich will das nicht verpassen. Nein, es ist ganz günstig. Ich habe das Ticket bereits vor 6 Monaten gekauft. Weißt du was, ich habe eine coole Idee. Wir kaufen zusammen das Ticket jetzt und in 6 Monaten gehen wir zusammen nach Berlin. 2 leere Koffer, oder? Ich habe einen Auftritt. Übrigens, warte mal, du, deiner Meinung nach, welche Schuhe soll ich anziehen? Meinst du die silbrige Sandaletten oder die graue Pumps? Wirklich? Also bist du sicher die Sandaletten? Okay, gut, dann. Oh, warte, schnell. Guten Tag, die Fahrkarte bitte. Guten Tag. Ja, waren wir schon? Zu viel Sahne gegessen. Schau mal, ich esse jetzt einen Salat. Es war so schön, so toll. Also wir müssen uns wieder mal sehen. Aber jetzt musst du in der Schweiz kommen. Wir haben auch feine Sachen. Schöckeli, ganz viel. Ich werde dich abholen. Ja, natürlich. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Freiburg im Breisgau. Sie erreichen alle vorgesehenen Anschlusszüge. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Di Milano. Pizza originale. Oder auf Deutsch kein Karton. Negroni, risotto alla milanese. Moda italiana, cultura. Milano. No. Ma avanti. C'è la galleria. Also 16 plus 32 macht 48. Super! Ciao Bella! Ja, du, ich habe nochmals ausgerechnet. Es ist ganz einfach. Je früher du buchst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Sparbillett kriegen. Ja, man muss doch kein Mathe-Genie sein, oder? Ja, wann buchst du?
Ciao cara, come stai? Ich bin auf dem Weg nach Milano. Morgen habe ich eine Moderation. Ich suche ein passendes Cocktailkleid. Weißt du, wo ich... Ja, Pailletten darf schon sein, ein bisschen Glitzer. Galleria Vittorio Emanuele? Perfekt. Du, ich rufe dich in 3 Stunden wieder. Danke. Ciao cara. Hey, ich habe so was Tolles gefunden. Ich freue mich so sehr. So ein schönes... Abracadabra. Ah, jetzt. Ja, aber nächstes Mal kommst du mich besuchen, oder? Nein. Je früher du buchst, desto günstiger ist es. WLAN bis in die Schweiz. Du kannst chatten, du kannst skypen, wie wir jetzt. Du kannst deine Lieblingsserien anschauen. Geht so schnell, bist du schon in Zürich. Kommst du mich besuchen? Ciao cara, come stai? Ja, ich bin in Milano eingestiegen und bin gleich bei dir in Firenze. Und schau mal, ich habe ein Geschenk für dich, mein Lieblingsgelato. 1 Stunde und 40 Minuten. Ja, genau. Ich freue mich so sehr auf Firenze. Ciao, ich bin's nochmals. Weißt du wieso? Vergiss das mit Zürich. Fertig. Du kommst jetzt direkt ins Tessin. Und weißt du, was ist das Beste? Es gibt Tickets bereits ab 39,90 Euro. Weißt du, ich habe schon alles geplant. Wir gehen zuerst nach Locarno, wir machen eine schöne Shoppingtour und ein Apero. Und natürlich die feinen Köstlichkeiten vom Tessin. Questo risotto, buonissimo, né? Eccezionale, buono. Molto buono. Ma poi la bontà. Poi con questi funghi, cioè, buonissimo, Eccezionale. Ma Calvin le mia mai, Evviva la domenica! Evviva! Bravi tutti! Evviva! Buongiorno, ma che bella tua! Vai Mitch, tocca a te. Tu vai. È donne contro uomini, Ok. Due. Allora dai che io prendo 6. Grande. Ah, dai. Vai. Oh. Guarda le tue, mica le mie di carte. Sì, però, sempre la solita, Viva le donne, siamo più furbe, la. Tra Mitch. L'altro, cosa che fa? Basta! Apero! Salute!
Chi da nun in Tesin se la c'ha con tuc con molta calma, ma proprio tuc ne guarda che l'ho scoperta mi la dolce vita, sì sì, proprio mi l'ho trovata. Chi al grot a faghi tut mi, al servizio faghi mi, a cucini mi, a faghi tut mi, son fai sci per i miei soci. La polenta per il tavolo 3 è pronta! E una qualche volta mi aiuta bene i soci. Ma domani una qualche volta però. Ma la dolce vita l'ho proprio scoperta mi. Sì, sì, Pietro. Du bist mein Schatzelein.